Heute für euch wieder die günstigste Wäsche. 6,95 Schnellwäsche heißt das hier. Ich muss sie auf neutral machen. Was haben wir denn jetzt? Scheiße, wo habe ich den Mist jetzt? Da. Ja, jetzt habt ihr es auch gehört, wo habe ich den Scheiß jetzt? Das war Neutralwäsche. Jetzt sind wir hier in einer neuen Anlage drin. Mit LED-Beleuchtung. Ich habe die Anlage schon mal gefilmt. Hat auch ganz gute Klicks gekriegt. Jetzt haben sie das Ding hier aber umgebaut, saniert, überholt, aktualisiert, wie auch immer. Auf jeden Fall das Ding jetzt LED-Beleuchtung überall. Und wollen wir mal gucken, wie die Waschleistung ist. Wie gesagt, ich habe die Waschempfehlungen oder die Waschkarte oder das Waschprogramm schnell genommen. Was das für eine Waschanlage ist, werden wir auch gleich sehen. Da vorne ist ein Typenschild. Das ist eine Waschanlage von Waschtec, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Habe ich nämlich gerade schon gesehen. Da vorne haben wir schon das erste Typenschild hier an der Seite. Das zeige ich euch jetzt mal eben. Und zwar ist das hier das Typenschild. Hundertprozentig kann ich natürlich nicht sehen, ich habe das Fenster zu. Das zweite Typenschild kommt gleich. Habe ich da oben. Gucken, ob ich das ranzoomen kann, bevor das Wasser kommt. Keine Ahnung, also als ich das letzte Mal hier durchgefahren bin, das war eins meiner ersten Waschanlagenvideos, da war das noch nicht so. Deswegen werde ich an der Anlage was umgebaut haben. Irgendwie leuchtet auch überall irgendwas. Jetzt leuchtet zum Beispiel ja blau. Was und warum auch immer. Habe ich noch nicht gesehen, wo die Lampe ist. Da haben wir sie ja, guck mal. Jetzt haben wir sie, da sind sie. Wie gesagt, er hat definitiv die Anlage umgebaut. Waschleistung werden wir gleich sehen. Keine Ahnung, was das für ein Bursche ist hier. Aber ich habe ja gerade die Typenschilder gefilmt, dann werden wir das ja rausbekommen. Die Bürsten scheinen allerdings noch das ältere Modell zu sein. Ich probiere das mal eben drauf zu kriegen hier. Ja, das kann man ganz beschissen sehen. Ja, leider kann man das hier nicht gut sehen. Aber die Bürstenmotoren und die Bürsten, die scheinen älteren Baujahres zu sein. Vor mir wird getrocknet. Links wird angezeigt. Schnell. Das Programm habe ich genommen. 6 Euro noch was gekostet. Wichtig ist ja auch gleich, was dabei rauskommt bei der ganzen Geschichte hier. Ich guck mal eben, meine Quittung eben raussuchen, was da genau drauf steht. Vielleicht steht da das Modell von der Waschanlage drauf. Wie gesagt, Waschtec ist es ja auf jeden Fall, das haben wir ja schon mal. Wie wir hier sehen, alles schon ein bisschen versparkt, also scheint nur der Anfang von der Waschstraße hier neu zu sein. Ne, Quittung habe ich leider nicht gefunden. Deswegen zeige ich euch jetzt hier das Ende. Also ich vermute, dass die ersten beiden Bauteile erneuert wurden. So sieht es für mich aus. Und die zweiten Sachen hier, das Gebläse hier und die Bürsten, die sind noch immer älteren Datums. Weil vorher hatte er nämlich das Programm schnell auch gar nicht drin hier. Das hat er gar nicht im Programm gehabt.
bin gleich mal gespannt. Sonst war das immer picobello hier, aber sonst war auch die Vorwäsche damit drin. Mal gucken, was die Waschanlage bei 6,99 bringt. So, raus aus der Karre. Am Anfang war ich ein bisschen geschimpft. Ja, es ist bescheiden. Ja, es ist echt bescheiden, auf jeden Fall, was das hier angeht. Felgen hat er auch nicht auf die Reihe gekriegt. Also bis jetzt ist das nicht ganz so toll. Naja, Felgen hat er gar nicht hingekriegt. Da habe ich aber schon Waschanlagen gehabt, die haben das auch so wesentlich besser hingekriegt. Auch die Radläufe von innen habe ich auch schon besser gesehen. Ja, ist eben nur 6,99, ne? Der wird ja nur durchgeschubst. Fliegen hängen da auch alle noch vorne vor. Ja, noch nicht mal hier den Radkasten so ein bisschen gekriegt. Ja, was soll ich sagen? Ist nicht so spannend. Ja, so ein bisschen funkeliges kleines LED-Lichtchen, das ersetzt eben nicht die Qualität. Die Problemecken hat er auch nicht hingekriegt. Und hier oben auch nicht richtig. Ja, die Ecke hier geht, aber hier nicht so richtig. Ja, was soll ich sagen? 6,99. In dem Fall hätte man besser 2 Euro mehr ausgegeben. Dann hätte man eine vernünftige Hochdruckvorwäsche dazu gekriegt. Dann wäre es vernünftig gewesen. Naja, was soll's. War mal wieder ein Waschanlagenvideo. Für meine Waschanlagen-Follower muss ja auch mal sein. Ist auch schon wieder ein paar Wochen her gewesen, die Karre. War pottendreckig. Guckt euch meine anderen Videos an. Klicks und Abos sind immer gern gesehen. Adios, ciao, ciao, goodbye.